Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. Ja, wir spielen weiter. Tut mir leid, dass nicht regelmäßig Folgen kommen für Prison Architect. Ich habe auch schon bei einem Video von Minecraft, ich glaube Ultimate Quest Pack, gesagt oder habe das da erklärt. Ich erkläre es hier auch nochmal. Ich habe momentan sehr viel Stress auf der Arbeit. Heißt so viel wie, ich schaffe es einfach nicht, genug Folgen aufzunehmen und zu produzieren. Oder vorzuproduzieren, wie man das immer nennen möchte. Um jeden Tag eine Folge rauszuhauen. Schaffe ich einfach nicht. Und ja, ist halt so. Ich gebe mein Bestes, wie immer. Aber es ist halt nicht immer so einfach. Sagen wir es so. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Wir haben den Besucherraum gebaut gehabt. Wir haben die Einlieferungen gebaut gehabt hier. Wir haben den Putzraum gebaut. Genau, wir haben den Putzraum gebaut. Wir sind hier in die Wäscherei am Bauen. Wir haben hier unten den Dingens, wir haben den Zellenblock B gebaut oder angefangen. Und müssen da eigentlich nur noch die Zellen reinmachen. Und im Endeffekt müssten wir dann Zellenblock B auch in Betrieb nehmen können. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Was ich eigentlich noch machen möchte, ist einen abgesperrten Bereich. Habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht. Ja, habe ich. Das heißt, nein. Das soll bitte nur, ne, kann ich noch gar nicht, weil hier hinten noch offen ist. Warum ist da noch offen? Ich habe doch hier zugemacht, hier unten eigentlich. Warum ist denn da noch offen? Verstehe ich nicht. Warum ist denn da noch offen, Freunde? Warum ist hier offen? Achso, weil da noch kein Gebäude steht. Haha. Weil benötigt Eingang, steht doch da. Freunde. Da können wir eigentlich auch eine Gefängnistür reinmachen. So. Weil wenn ich den Bereich freigebe, dann kann ich den ja auch genau, dann kann ich den ja auch. Ich kann ja hier Wachen stationieren. Hier unten. Ich weiß gar nicht, habe ich da eine Wache stationiert hier? Ich habe noch 9 frei. Dann stationieren wir da mal eine Wache. Das passt. Dann haben wir hier auch eine rumlaufen. So, da kommt die Tür. Weil ich möchte den gerne als reinen Personalbereich haben hier unten, dass da keiner durchgehen kann. Und fertig. Wo haben wir hier eigentlich keine stationiert? Kannst du mir mal erzählen? Keiner weiß es. So, der Raum ist fertig. Das heißt, wir müssen hier noch kurz eine Mauer hinziehen. Und wir müssten jetzt eigentlich, genau, das wird als Personalbereich deklariert. So. Jetzt könnten wir eigentlich hingehen und könnten sagen, wir könnten hier auch noch ein Tor reinmachen. Aber da mache ich nicht. Lass mal lieber. Weil nachher hauen die nämlich dadurch ab, da habe ich mich keine Lust zu. Weil normalerweise dürfte jetzt hier kein Dingens mehr hier reinkommen. Ach so. Machen wir die Tür auf. Danke. Mach die mal so lang offen. Türmodus offen. Danke. So. Wir brauchen noch Kabel natürlich. Da hinten hin. Brauchen wir sowieso. So. Da brauchen wir sowieso Kabel. Und dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. Weil ich halt schade finde, dass wir ferngesteuerte Tür. Die funktioniert aber, glaube ich, nur
keine Ahnung wie. Das ist was Neues, das kenne ich nicht. Ferngesteuerte Türen. Ich denke mal, da müssen wir andere Räume für haben, oder? Was ist ein Postraum? Okay. Aber das wird auf jeden Fall die Wäscherei hier. So. Bücherei haben wir auch noch. Ups. Dann werden wir eigentlich in Kisten gefüllt mit ausgehenden benutzten Bücher aus dem Land geliefert bekommen. Deine Insassen werden einzelne Bücher wohl selber in die Regale räumen müssen. Aha. Puh. Was es hier alles für Gebäude noch gibt, ey. Bücherei, Postraum, Kapelle. Oh Mann. Oh Mann. Da sind so viele Räume. Da gibt's ja gar nicht. Ich bin ja gerade schon überlegen, ob wir hier hinten noch weiter bauen sollen, dann hier oben. Weil wir brauchen ja im Prinzip noch... Der Zwinger, der kommt ja hier rein. So. Da könnte ich jetzt auch schon mal ein bisschen was machen. Und zwar Hundeboxen. Hä? Warum kannst du die nicht... Machen wir mal erstmal 5. Sollte reichen. 5 Stück. So, Waschmaschine, Wäschekorb, Bügelbrett, ist klar. Wir hauen hier da mal 2 Waschmaschinen rein. So. Ein paar Bügelbretter. Machen wir 3 Stück. Und Wäschekörbe. Wo sind sie? Da. Da sind die Rollen. So, haben wir noch Wäschekörbe hin und fertig. Und ich weiß, dass die Dinger einen Stromanschluss brauchen. Gehe ich mal stark von aus. Wie sieht das überhaupt aus mit dem Strom? Noch geht's. Wir könnten aber trotzdem mal noch 3 Kondensatoren. Wir haben ja die Kohle, deswegen können wir da auch noch 3 Kondensatoren hinschmeißen. Fertig. So. Ja, ganz schön anstrengend hier. Einziges Problem, was hier echt manchmal ist, ist, dass die... Ich würde sagen, da schmeiße ich auch noch eine Wache hin hier. Oder 2 und da auch 2. Und dann haben wir noch 3 über. Ich würde sagen, eine schmeißen wir noch im Hof. Die anderen beiden können so rumlaufen. Machen wir mal so. Dann passt das. Dass wir in allen Bereichen mindestens, ja, erstmal 2 haben. Einen haben wir noch über. Ja komm, dann gehst du noch in die Kantine und fertig. So. Dann haben wir das nämlich auch. Und da kommt schon die erste Wäsche. Ja, und der, ach, der braucht auch Wasser. Das ist aber frech. Das ist aber frech. Das wusste ich gar nicht, dass da... Ja klar. Ich bin auch blöd. Natürlich braucht eine Waschmaschine Wasser. Haha. Manchmal bin ich aber auch doof, ne? So, Hunde. Zwinger kommt auch langsam. Das heißt, wir könnten uns eigentlich 5 Hunde-Dingens holen. Wir holen uns aber nur 4 erstmal. Das reicht. Vollkommen. Denn ich möchte hier eine Hundestreife haben. Und hier eine haben. So. So. Und so. Dann haben wir jetzt 4 Hundestaffeln, die hier jetzt an Patrouille laufen. Da kommen sie. Und die holen jetzt Drogen und so von den Gefangenen. Dafür ist sie nämlich. Was machst du da? My friend? Ach, du bist mir einer, ehrlich. Reiß mir den Zaun ab, damit der hier da durchkommt. Was
Und was hören da hinten wieder? Du Stümper. Bauen neuen Zaun ein. Stück. Ehrlich mal. Wer ist der denn? Ist der Hausmeister? Ja, tatsächlich. Hausmeister, der macht doch das. Dann schauen wir noch zwei ein. Fertig. Wir machen minus 1200. Wir müssen echt mal langsam hier die Dingens bauen. Den zweiten Zellenblock. Was damit? Die Arbeitsplatz kann ich mal. Was ist denn los da mit dir? So, dann machst du das so. Fertig. Vier Stück werden wohl reichen erstmal. Herrgott. So, die sind am Knacken. Das passt. Problem ist natürlich, wir werden gleich zu wenig Polizisten haben, Wachen, um die zweite fertig zu machen. Aber wir werden jetzt erstmal hier... Gehen wir das schon hin? So? Gehen wir das so hin? Passt. Ja. Kriegen wir? Sehr schön. So. Und dann habe ich nur noch das Stück da. So. Haha. Sehr geil. Wie groß kannst du das eigentlich machen? So. So, und dann bist du Dusche runter, ne? So. Irgendwas stimmt nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Was stimmt denn da jetzt nicht? Nein, ich habe was. Nein, ich habe was falsch gemacht. Verdammt! Räume! Weg mit euch. Materialien. Weg mit euch. So. Ich habe nicht was falsch gemacht. Ich Ochse sollte das vielleicht auch mal richtig machen. Sollte er vielleicht auch so machen. Dann passt das auch. So. Guck mal, wie das passen kann. Hm? So passt es. So. Fertig. Haha. So, jetzt können sie mal arbeiten. Oh, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Keine... Was ist denn da los mit dem Wasser? Strom? Wasser. Ja, hab ich. Achso, der ist noch dabei. Das ist noch gar nicht fertig. Sag das doch. Da fehlt noch eins, hä? Gönnst du mal? Da kommt er. Genau, das ist nämlich das Problem. Wenn die Hunde nämlich müde sind, dann hängen die im Zwinger und fertig. Aber gut, das ist halt so. So, Zellenblock B ist auch in Arbeit. Da kommen natürlich die ganzen Sachen jetzt an. Betten, bla bla bla. Das kommt jetzt natürlich alles. Ist natürlich klar. Lass sie mal bitte offen. So. Ich könnte natürlich auch so lange den hier entriegelt machen. Den da. Und dann ist gut, weil dann brauchen wir da keine Angst haben, dass da irgendwas zu ist. Ach ja, dann macht er auch direkt, stimmt. Wasser und so legt er ja auch dann direkt. Cool. Sehr schön, kriegen wir hin. So, Zellenblock B ist auch im Bau. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dann neue Dingenskirchen hier reinholen. Ich denke, der ist gerade hier lang gegangen mit dem... Da liegt es. Ne. Was ist los hier? MacArbeiter. Wie viel haben wir überhaupt? 12, ja. Die sind jetzt alle da oben. Ist das priorisiert oder was? Eigentlich wollte ich das hier haben zuerst. Boah. Oh Mann. Oh Mann, da kommt noch einer. Ui. Der installiert. Eine Pipe Large. Immerhin. Immerhin. So.
Da baut er jetzt erstmal einen hin. Immerhin. Baust du die da vielleicht dann auch hin? Nö, nö. Warum? Warum denn alles, ne? Warum denn alles so umständlich machen? Man versteht es nicht. Aber gut. Ach, das muss auch von einem Dingens eingemacht werden, okay. Ach so, ich habe gedacht, das geht so. Ah, das muss auch von dem Wächter gemacht werden. Aufgemacht werden. Naja. Entschuldigung. Was? Ring, ding, ding. Ach, Zwangsarbeit haben wir freigeschaltet. Cool. Cool. Notfälle. Achso. Nein. Nein. Personal. Duschen ist gerade. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir das jetzt schon eigentlich? Nein. Tagesplan. Jetzt können wir die auch zur Arbeit schicken. Aber. Weise zwei bewaffnete Wachenpatrouille zu. Oder ist denn bewaffnete Wachen? Haben wir nicht bewaffnete Wachen? Testen wir mal. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ist das das? Hallo? Ne, das ist das nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was bewaffnete Wachen sind. Ich glaube, das ist diese Rüstkammer, da kann das sein. Die habe ich doch schon gesehen. Wo war das? Sicherheitsbüro? Nein. Hat aktuell keinen wirklichen Nutzen. Okay. Ich hab die aber schon gesehen. Diese Rüstkammer. Da. Rüstkammer erforderlich. Wo ist die Rüstkammer? Okay. Personal. Sicher. Zwinger. Oder muss man das erst forschen? Schmorrel? Da ist sie. Bewaffnete Wachen, ja. Die muss man nämlich zuerst forschen dafür. Und bauen, natürlich. Es geht das nicht. Was haben wir denn sonst noch für Subventionen? Staatliche Sicherheitsklassen. Die sind wir gerade dabei. Eingewöhnung. Weise, das kriegen wir auch hin. Das können wir machen. Aber wie macht man das jetzt nochmal? Gefängniswert. Programme. Sicherheitsunterweisung. Kücheneinweisung. Fünf Plätze, zwei Sitzungen. Ja, mach doch mal. Keine Zuteilung. Hä? Ja, dann mach doch. Verarschen. Wie machen wir das denn jetzt? Freizeit muss sein. Aber hier können wir mal arbeiten gehen. So, dann wird das Essen halt noch ein bisschen verschoben nach hinten. Das ist da noch Freizeit vorher. Und da wird das Duschen einmal verschoben. Die Freizeit einmal verschoben und dann gibt es hier auch noch 3 Stunden Arbeit. So. Hofgang gibt auch nur 1 Stunde reicht. Mehr gibt es nicht. 7 Stunden Arbeit am Tag. Mindestens. Punkt. Da hat der Hund was gefunden. Da. Und? Ah, nix. Haben sie Glück gehabt. Die können Drogen und Alkohol und Zigaretten riechen.
Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Der ist immer noch kein Wasser. Was ist denn los hier? Mit dem Volk hier. Die sind immer noch am Bauen. Naja. Das Hundi ist da schön. Am Tun, am Machen. So. Sieht doch schon mal ganz schnieke aus, eigentlich, das Gefängnis. Ne, die Wäscherei haben wir schon, Putzraum haben wir, Zwinger haben wir schon, Anhörungsraum, Einlieferungsraum haben wir schon. Mein Gott, läuft doch eigentlich. Da sind sie auch schon, den zweiten Zellenblock, der ist schon fast fertig. Bäume sind auch schon am Wachsen hier. Mein Gott, das sieht doch gut aus hier. Das ist immer noch nicht eingerissen, da sehe ich gerade. Gut. 1400 Minus machen wir auch nicht schlecht. Aber ich frage mich gerade, wie weise ich denn bitteschön die Leute zur Arbeit ein? Das ging mal hier unten, das weiß ich. Warte mal, geht das vielleicht so, Logistik? Ah, so geht's. Küche. Aber ich hab doch jetzt hier keine Zuteilung. Und jetzt? Ach, keine Zeitzuteilung. Hä? Wie jetzt keine Zeitzuteilung? Ist verarschen? Keine Zeitzuteilung? Ah, jetzt. Geht doch. 10 bis 12. 10 bis 12. Habe ich doch. Sehr schön. Passt. Einer interessiert. Ja, dann soll er machen. Was Sicherheitsunterweisung? Werkstatt. Eine Werkstatt haben wir nicht. Auch Werkstatt. Jeder benötigt... Achso, wir haben nur zwei Herde, ne? Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Müssen wir noch einen Herd bauen. Gehen wir auch hin. Machen wir noch einen Herd und eine Kühltruhe. Und dann ist gut. Ach, ich und die Seite, ne? Ist das jetzt richtig? Ich hab keine Ahnung. Nein, war sie nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig rum ist oder nicht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich weiß es nicht. So, dann kannst du direkt mal Strom legen. Und hier auch. Danke. So. So, drei sind interessiert. Da können sie auch mit drei Mann da jetzt machen. Und dann werde ich hier auf jeden Fall noch ein Spülbecken hinbauen. Das auf jeden Fall auch noch. So. Sehr schön. Und wie weit seid ihr? Ah, fast fertig. Da fehlt nur noch ein Bett und eine Toilette. Da fehlt alle drei noch. Bett kommt gerade, Toilette. Dann ist die Zelle auch fertig. Ja. Da kommt schon der Bücherregal. Da die Wand. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Machen wir ein bisschen schneller, damit wir ein bisschen schneller sind vielleicht. So langsam. Vielleicht mal irgendwann fertig sind auch. Warum hat der kein Wasser? Oh. Wie habe ich das Rohr vergessen? Ups. Egal. Da kommt der Herd. Sehr gut. Das ist ja schon mal wert. So, gucken wir mal kurz die Programme. Jetzt können wir, glaube ich, mit drei, ne? Dann, oder? Ja, jetzt sind es drei, alles klar. Alle Interessierten dürfen. Sehr gut. Gruppentherapie für Psychologe benötigt Stuhl. Für was? Ja, mach doch. Na, können wir nicht, weil wir keinen, was weiß ich, was Raum haben. Spiritueller Führer. Hm?
Ich habe keine Ahnung. Gruppentherapie für Alkoholiker. Benötigt Psychologie? Ach, Psychologie. Ist das die Forschung oder ist das was anderes? Ne, dann haben wir doch. Keine Ahnung. Was denn jetzt? Ich habe eigentlich mal eine Idee. Sollen wir mal durchsuchen? Warte mal. Ach ne, können wir noch gar nicht. Wir forschen jetzt mal Schmuggel. Damit wir mal sehen, was so alles im Umlauf ist. So, und wir nehmen jetzt auf jeden Fall... Warum haben wir jetzt nur 39 Zellen? Weil hier eine Mauer fehlt, sehe ich gerade. Ach, weil hier... zwei Türen sind. So. Weil hier die Dingens fehlt noch. So. Entschuldigung. Habe ich vergessen. So. Da muss jetzt natürlich die Mauer noch hin und fertig. Die Wäscherei ist auch an. Das ist sehr gut. So. Haben sie das jetzt? Jetzt haben wir 40. Sehr gut. Das ist doch schön. Da können wir den jetzt wieder normal. So. Der kann wieder normal. Sehr schön. Dann können wir wieder... Ich würde sagen, in der nächsten Folge mehr wieder ein paar Gefangene mitnehmen. Wir können... Wie viel können wir? 24, ne? Genau. 24 nehmen wir auf und fertig. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern jetzt das Gefängnis wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend auch. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Prison Architect Schüssingen.